Das nächste ist auch etwas, was eher noch klassische Panoramafotografie ist. Das ist ein kleiner Kopf. Ich finde es immer wieder irre, wie die Entwicklung da weitergeht. Eigentlich gibt es schon 1 Million Panoramaköpfe, aber es werden immer wieder neue auch produziert. Dieser Kopf hier ist einfach nur gut gemacht. Von der Größe her ist er prima angepasst an eine Systemkamera zum Beispiel. Eine große, fette Spiegelreflex würde ich da nicht drauf setzen, aber eine kleine Systemkamera geht da sicherlich. Der hat für die Neigung der Kamera auch feste Rastungen, die kann man auch wechseln. Da werden die, mal hier in die Deckenkamera, damit die Zuschauer auch sehen können, wovon wir reden. Da werden passende Scheiben mitgeliefert. In denen sind diese Bohrungen für die kleine Feder, diese mit der Kugel hier, die die Rastung steuert. Und das ist schon eine ganz prima Lösung, wer jetzt ein Kugelpanorama machen möchte und nur eine kleine Systemkamera hat, ohne Fischei eben, der kann in mehreren Aufnahmereihen dann trotzdem die Kugel abtasten mit so einer. Sicherlich eine gute Lösung, denn wenn man weiß, was so Panoramaköpfe wiegen können, die ganz großen Kaliber, führt häufig leider dazu, dass man sie nicht dabei hat, wenn man eigentlich denkt, ach, das wäre jetzt mal eine schöne Gelegenheit für ein Panorama. Ja.